Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Build Minecraft. Letzte Folge habe ich euch ja diese Gebäude gezeigt. Und ich würde sagen, wir starten diese Folge einfach mal direkt mit diesen drei Gebäuden. Ich habe auch schon eine ungefähre Idee im Kopf. Ich werde jetzt mal aufbauen und dann euch zeigen. Ohne jetzt viel Zeit zu verlieren. Ich hoffe, dass ich diesmal alle drei in einem Video schaffe und nicht wie bei den dreien das Ganze sehr lange dauert und ich zwei Videos davon machen muss. Jetzt reicht bei zwei Gebäuden, das kann man halt schlecht durch bei drei Gebäuden, das kann man halt schlecht durch zwei teilen. Deswegen hoffe ich, ich schaffe das alles in einem Video und ich würde sagen, ich fange jetzt direkt an zu bauen und wir sehen uns dann, wenn die drei Gebäude fertig sind. Ja, und nach etlichen Stunden steht dann auch endlich die zweite Häuserreihe. Ihr seht, wir gucken hier von außen auf den Marktplatz. Die linke Seite kennt ihr ja schon. Und die rechte Seite ist jetzt neu dazugekommen. In der Mitte führt auch nochmal dieser Weg, diese Designidee weiter, die hier von dem Marktplatz kommt. Was finde ich ziemlich cool ist. Und dann haben wir da drei neue Gebäude. Jaha! Einmal dunkelgrün mit weiß. Eigentlich kann man alles mit weiß und schwarz mischen. Das sieht eigentlich immer gut aus. Schwarz gibt es ja nicht wirklich. Wobei seit dieser Version, also seit der aktuellen Version schon. Aber damals eben noch nicht. Und ja, dunkelgrün mit weiß. Dann hier rot mit dunkelbraun. Und hier eben dunkelbraun mit diesen roten Ziegeln. Ist quasi so ein bisschen invertiert hier. Aber ich denke, das ist okay. Dann haben wir auch noch ein paar Balkone. Zeige ich euch aber gleich alles, wenn wir durch die Gebäude durchgehen. Und hier ja auch nochmal so ein bisschen Designidee. So ein bisschen dunklen Keramik, schwarze Keramik in diesem Fall. Ja, so als Designelement ein bisschen, um die Fassade aufzulockern. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit diesem Gebäude hier vorne. Und was haben wir hier? Eine Buchhandlung. Ja, viele, viele Bücherregale. Ein bisschen Grünzeug natürlich, darf nicht fehlen. Hier auch viele, viele Regale. Hier haben wir den Tresen sozusagen. Auch hier hinten im hinteren Bereich quasi alles voller Bücher. Ja, was meint ihr, wie lange ihr im Survival dafür spielen müsst, um so viele Kühe freundlich zu bitten, euch ihr Leder zu geben, um so eine Buchhandlung vollzukriegen? Und hier sehen wir, habe ich auch mal ein bisschen was anderes probiert. Hier ist das Treppenhaus in der Mitte sozusagen. Ihr seht, die Buchhandlung führt da einmal außen drumherum. Und wenn wir hier mal reingehen, sehen wir, neun Wohnungen. Hier auch neun Briefkästen. Hier habe ich auch mal ein paar andere Briefkästendesigns ausprobiert. Und auch hier wieder Akazienholz als Boden. Zack, wenn wir einmal hochgehen. Ja, auch nochmal das Quarz aus der Fassade hier aufgenommen und quasi so den unteren Streifen an dem Gebäude, das ist so ein bisschen abgesetzt wird einfach. Oder dass es einfach abgesetzt aussieht. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ich wollte doch gar nicht so viel quatschen. Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht. Naja. Ja, dann sehen wir hier einmal die Fenster. Das passt dann auch gut mit dem Weiß hier unten aus dem aus den Wänden. Ja, ein paar Bücherregale, ein paar so ein Doppelbett, Schränke hier. Hier im Aufenthaltsraum auch leider wieder kein Fenster. Aber ihr seht, wie schmal wir hier durchgehen müssen, wie verwinkelt das alles ist. Hier sogar zwei Einzelbetten mal drin. Auch mal was Neues, was wir noch nicht kannten. Und dann hier natürlich wieder das Badezimmer. Was übrigens der einzige Raum ist, wo ich finde, da kann man ruhig auf ein Fenster verzichten. Hier ist jetzt eins, okay.
Aber auch das Schlafzimmer hier hat eins. Mit, ja, so ein bisschen Schrank hier an der Schräge. Und hier vorne auch nochmal ein Schlafzimmer mit, ja, zwei einzelnen Betten. Ja, vielleicht nicht meine beste Wohnung, aber ist ganz nett geworden. Dann habe ich auch nochmal einen relativ länglichen Raum. Hier eben mit Couch und Couchtisch und so. Dann Küche, natürlich Sitzgelegenheit. Schlafzimmer. Dann habe ich hier natürlich auch wieder ein Badezimmer. War ich hier hinten schon? Ich glaube nicht. Hier natürlich auch nochmal wieder ein Schlafzimmer. Und dann war es das auch schon für diese Etage. Wir gehen einmal weiter. Aber die sieht eigentlich genauso aus wie die da drunter. Vielleicht hier oder da mal ein Detail verändert, aber ansonsten ziemlich genau wie die untere Etage. Und das gleiche hier, weil ich eben ein, ja, ein relativ flaches Dach verwendet habe. Wow, hier kann man sogar rein ins Dach. Aber ihr seht, das Dach fängt erst über der oberen Etage an. Ja, und deswegen haben wir eben da genug Platz. Und hier geht es auch nicht zu hoch, nicht zu viel Platz verschwendet. Vielleicht könnte man hier noch eine Wohnung reinbauen, dann auf dieser Seite. Aber normalerweise, ja, würde ich das hier komplett mit Blöcken füllen. Und dann würde die Treppe quasi dann hier enden. Dann geht ja das Glas dann noch rum. Und dann hat man eben einen schönen Abschluss. Ach genau, guck mal, da habe ich auch noch Seelaternen hinter Glas platziert in der Wand. Ja, es sieht doch ganz nett aus, oder? So, dann gehen wir mal zum zweiten Gebäude. Auch ein bisschen anderer Eingangsbereich, aber wir schauen uns erstmal wieder den Laden hier an. Und das hier soll ein Schuhgeschäft sein. Ja. Hier standen in der Mitte auch nochmal Rüstungsstände, die sind aber irgendwie auch weg. Und ja, ansonsten viel Platz hier natürlich, um Schuhe mal Probe zu laufen. Ja, ansonsten sehr spartanisch eingerichtet. Ich glaube, da muss ich doch nochmal Hand anlegen. Ich wollte es euch aber jetzt unbedingt zeigen, deswegen ja, ein bisschen tote Hose da. Dann haben wir hier den Eingang zu den Wohnungen. Auch hier wieder Klingeln, Briefkästen. Das gleiche wie in dem grünen Gebäude. Und ja, dann hier ein bisschen größeren Eingangsbereich. Geht es dann in die Kurve, ein bisschen quadratischeren, ja, Treppenhaus. Und wir schauen uns auch mal hier die Wohnungen an. Alles relativ basic, nichts Besonderes. Hier auch wieder ein Badezimmer, Schlafzimmer. Auch hier wieder leider ohne Fenster. Hier ein weiteres. Da gibt es sogar einen Balkon. Ja, hier mit nettem Grill. Sitzgelegenheit. Wenn wir mal hier von draußen drauf schauen, das ist ja quasi ins Gebäude so integriert. Und ja. Sieht, finde ich, ganz, ganz cool aus. Dann kommen wir hier in die zweite Wohnung. Auch hier direkt mit ein bisschen Grünzeug, Sitzgelegenheit, Sofa, Couchtisch, Küche. Hier ein Schlafzimmer, hier ein Badezimmer. Und natürlich hier nochmal ein Schlafzimmer. Also alles relativ große Wohnungen hier. Die musste auch noch irgendwo. Oder hat diese Wohnung keinen Balkon?
Nein, diese Wohnung hat anscheinend keinen Balkon. Okay. Ach, ich verwechsel das gerade. Nee, Entschuldigung. Die andere Wohnung hat, glaube ich, zwei. Das andere Haus, das andere Gebäude hat zwei Balkone. Dann diese Wohnung, ja. Genau das gleiche wie da drunter. Weil, wozu sich die Mühe machen, sich hier was Neues auszudenken? Von außen sieht man es eh nicht und ja, einfach nochmal die Wohnung dann da reinkopiert. Und dann hier oben im Dachgeschoss gibt es nochmal eine neue Wohnung. Ja, ein bisschen verschachtelt hier. Hier nochmal ein Schlafzimmer. Hier im Badezimmer. Und ja, viel mehr Platz ist hier auch tatsächlich gar nicht. Und dann gehen wir nochmal wieder nach unten. Und dann zeige ich euch das dritte Gebäude in dieser Reihe. Also ich habe dann hier ein bisschen Fenster geändert. Gut, das ist eine neue Wohnung jetzt. Auf der anderen Seite sieht man das. Ich habe hier dann halt ein bisschen Fenster geändert, auch wenn es der gleiche Raum dahinter ist. Gibt einem halt von außen ein bisschen Abwechslung, ohne dann halt die ganze Wohnung neu bauen zu müssen. Dann schauen wir unten auch noch mal rein. Was haben wir hier? Auch wieder, ja, ein Restaurant. Hier auch mal ein bisschen, ja, was anderes, ein bisschen pinke Farbakzente hier. Was haben wir hier? Die Küche. Auch hier habe ich ein bisschen was anderes mal probiert. Ja, das sind Kohleblöcke, einfach mit Schildern davor. Diese Eisendruckplatten da drauf. Ein paar Öfen dazwischen. Ja, ein paar Kühlschränke hier. Ein bisschen Arbeitsfläche natürlich noch. Und auch hier fehlt natürlich auch wieder eine Spüle. Wie konnte ich das denn vergessen? Schon das zweite Gebäude jetzt. Ach ja, und der Boden auch nicht mal irgendwie Kohle oder Quarz, sondern hier mal ja, polierter Andesit und polierter Diorit. Was finde ich auch mal ganz nett ist. Ja, ansonsten auch hier wieder ein bisschen Grünzeug, was so ein bisschen ja, die Tische voneinander abgrenzen soll. Ja, ansonsten nichts Besonderes. Dann schauen wir uns die Wohnung nochmal an. Auch hier sehen wir 8 Wohnungen. Gehen hier direkt hoch. Warum hier sogar 4 Wohnungen auf einer Etage? Dann können die ja nicht besonders groß sein. Wir sehen hier, hier habe ich auch nochmal das Küchenkonzept von unten übernommen. Schauen wir mal hier ja, in die einzelnen Zimmer rein. Auch hier wieder ein bisschen mit Wolle gearbeitet. Und wie gesagt, da nur ein Bett drin, weil sind ja, sehr kleine Wohnungen hier. Ja, nichts Besonderes, außer hier gibt es noch einen Balkon. Ist da nicht so integriert wie hier, sondern steht so ein bisschen raus, aber es ist halt auch nicht groß. Aber halt so ein bisschen zum einmal raussteppen, ein bisschen frische Luft schnappen. Dann doch ganz gut geeignet. Dann kommen wir zur dritten Wohnung. Ja, hier ist sehr wenig Platz. Alles sehr eng. Wobei, muss ich sagen, diese kleinen Wohnungen lassen sich besser einrichten als große. Es klingt komisch, ist aber tatsächlich so, denn bei großen Wohnungen hast du oft das Problem, dass man halt ja nicht weiß, was man mit seinem Platz anfangen soll. Und bei diesen kleinen Wohnungen, hier übrigens auch nochmal wieder mit Balkon am Schlafzimmer,
Ja, hier bei den kleinen Wohnungen musst du halt jeden Meter, jeden Block sozusagen ausnutzen. Ja, die Wohnung hier im Prinzip die gleichen wie in der unteren Etage auch. Aber hier zum Beispiel, hier muss man halt jeden Block ausnutzen, um eben alles reinzubekommen, was man reinbekommen möchte. Und ja, das zwingt dann also ein bisschen dazu, auch hier gerade beim Sofa ein bisschen dann ja, Abstriche zu machen. Und ja, zwingt dann so ein bisschen dann wieder kreativ zu werden, ein bisschen ja, alte Gewohnheiten zu brechen und ja, ein bisschen einfach wieder ein bisschen neuen, frischen Wind reinzubringen. Und ja, wie gesagt, die sind einfacher einzurichten als kleine Wohnungen. Warum ist denn hier Wohnung 14? Was ist denn mit 13 passiert? Vielleicht habe ich die ausgelassen, weil 13 Unglückszahl ist. Man weiß es nicht. Aber ihr seht, mit den Klingelständern passt das irgendwie nicht. Das sind nur 8. Wir sind jetzt aber schon bei Wohnung 12, mit dieser dann 13. Da habe ich anscheinend eine Reihe vergessen. Ja. Ja, dann kommen wir oben in die Wohnung. Hier haben wir auch wieder eine Küche in dieser Nische. Ja, hier eine Sitzgelegenheit, hier ein Sofa. Auch hier wieder ein Balkon direkt unter dem Giebel, was finde ich ziemlich cool aussieht. Hier haben wir auch wieder ein Schlafzimmer. Wow, sehr, sehr eng hier. Aber gut. Und auf dieser Seite auch nochmal ein Schlafzimmer. Ja, fast genauso eng. Hier ist zwar ein bisschen mehr Platz. Dafür ist es hier ziemlich eng im Durchgang. Und natürlich darf auch wieder nicht fehlen das Badezimmer. Auch hier wieder schön unter der Schräge, hier mit so einem, ja, kleinen Ausbruch, so wie bei diesem Gebäude. Und dann hat man hier sein nettes kleines Badezimmer. Und ja, dann war es das auch für dieses Gebäude. Wow, so viele Stunden des Bauens und dann doch in so kurzer Zeit dann gezeigt. Aber naja, wir sehen hier tatsächlich, hier sind nur 8, aber es gibt ja viel mehr Wohnungen. Es gibt ja 13. Aber okay. Hier sehen wir auch nochmal das Dach von außen. Ja. Und ich würde sagen, dann kommt das Ganze auch nochmal auf die andere Seite, damit es halt ja, symmetrisch ist. Ich hoffe, mir gehen weder die Blockfarben aus, denn ihr seht, bis jetzt habe ich jeden Block von einer unterschiedlichen Farbe. Und natürlich auch die Ideen, denn hier habe ich auch schon ziemlich stark variiert und ich hoffe, das funktioniert. Aber meistens kommt die Inspiration beim Bauen. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Hinterlasst auf jeden Fall gerne ein Like oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat, um die nächsten Gebäude hier nicht zu verpassen. Und auch alles, was dann danach kommen wird. Checkt auf jeden Fall gerne die Playlist aus, wo ich euch die Gebäude gezeigt habe oder auch diese hier. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.